Und ich denke mir halt immer nur so, was geht bitte bei euch ab? Wer lernt denn 60 Stunden an einem Tag? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich hier eine Study-YouTuberin bin und hier auf YouTube über das Thema Study, also Lernen rede und alles, was damit noch zu tun hat. Also Schule, Produktivität, Organisation in der Schule, beim Lernen und so weiter. Und auch ich gucke diesen Content sehr, sehr gerne und wir alle kennen den YouTube-Algorithmus, dass wir etwas gerne gucken und das noch mehr angezeigt wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich ein riesengroßes Problem mit der Study-Community momentan. In diesem Video hier möchte ich heute über Dinge reden, die mich an der Study-Community oder am Study-Tube, Study-Gram, wie auch immer, ein bisschen aufregen. Und vor allem mein Ziel ist es, heute hier den Druck für euch rauszunehmen. Ich bin ja wie gesagt auch Study-Tube-Konsumentin und gucke mir diese Videos selbst an und merke einfach, dass es mir dabei nicht so gut geht, wenn ich das angucke. Und deswegen möchte ich heute versuchen, diesen Druck für euch rauszunehmen und euch irgendwie ein bisschen zu erklären, dass es alles, was hier passiert, teilweise nur eine Scheinwelt ist. Und nicht nur das, sondern es gibt auch andere Faktoren, die mich ein bisschen stören und heute möchte ich darüber reden. Und diese, ich glaube, das sind drei oder vier Dinge, die ich jetzt speziell nennen werde und diese mit euch teilen. Normalerweise ist mein Content eher positiver und ich möchte es auch eigentlich heute auch so beibehalten und deswegen das Ganze auch so auf eine positive Art und Weise sehen und einfach so diesen Druck und das Negative so ein bisschen in was Positives umwandeln und halt, wie gesagt, vor allem versuchen, euch zu erklären, was hier eigentlich wirklich abgeht. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls dir das Video hier gefällt und es macht viel Spaß und viel Erfolg beim Angucken des Videos. Ich sage euch ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Produktivitäts-Nerd und liebe es, Dinge zu machen, eine lange To-Do-Liste zu haben, viel zu lernen, viel zu wissen und so weiter. Aber ich habe einfach gemerkt, dass es momentan zu extrem wird. Ich sehe teilweise auf meiner For You-Page bei YouTube, also dieser vorgeschlagenen Page, sehe ich teilweise Study-With-Me-Videos, die 17 Stunden gehen. Und dann schreiben da Leute ernsthaft irgendwie so 16, 17, 18, 19, 20 Study-With-Me-Videos. Und ich denke mir halt immer nur so, was geht bitte bei euch ab? Wer lernt denn 60 Stunden an einem Tag? Und mein erstes Problem, was ich ansprechen möchte, ist einfach, dass diese 17 Stunden am Tag Lernen, Study-Videos der Standard werden. Das heißt, wir fangen einfach an zu glauben, dass es normal ist, beziehungsweise wichtig und gut ist, um gute Noten zu haben, 17 Stunden am Tag zu lernen. Natürlich ist dieses Beispiel jetzt an sich ein bisschen übertrieben, aber ich merke schon, dass der Trend immer mehr in diese Richtung geht, von wegen Hustle Culture, man muss mindestens 10 Stunden am Tag lernen, man darf nichts anderes machen. Und ich sag euch ganz ehrlich, es ist einfach nicht gesund, zum Beispiel jetzt 17 Stunden an einem Tag zu lernen. Ich persönlich vergleiche das so ein bisschen wie mit diesen Models bei Instagram. Wir alle kennen dieses Klischee so ein bisschen. Oh mein Gott, sie sind so dünn, so schön, wir müssen auch so sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass momentan der Study-Trend auch so ein bisschen in die Richtung geht, dass wir einfach denken, oh mein Gott, 17 Stunden am Tag lernen ist einfach der Standard und ich kann sonst keine guten Noten erreichen. Und das hat das, was mich stört, weil ich finde natürlich, dass es wichtig ist, gute Noten zu haben, sich in der Schule anzustrengen und so weiter. Aber es ist nicht notwendig, irgendwie 50 Stunden am Tag zu lernen oder genau alle Tipps zu befolgen, die dir diese YouTuber sagen. Wir müssen einfach so als Konsumenten realisieren, dass es nicht diese eine Wahrheit gibt. Also beispielsweise nur weil ich jeden Tag um 5 Uhr morgens aufstehe, heißt es nicht, dass es universell etwas Gutes ist, um 5 Uhr morgens aufzustehen. Denn wir alle sind anders, wir alle denken anders, wir alle können anders besser lernen und besser Dinge erledigen und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, so das Ganze individuell zu betrachten und nicht zu denken, oh mein Gott, sie macht das so, es ist perfekt, wir müssen es genau auch so machen. Vor allem nicht, wenn solche Sachen wie jetzt 70 Stunden am Tag lernen suggeriert wird. Und es hat mich in letzter Zeit einfach irgendwie sehr runtergezogen, mich selbst, weil ich so Kommentare bekomme von Leuten, die so kommentiert haben unter meinen Videos, ich wünschte, ich wäre so perfekt wie du. Und es belastet, also ich weiß nicht, ob es belastet, aber es macht mich ein bisschen traurig, weil ich irgendwie nicht möchte, dass Leute denken, mein Leben sei perfekt, weil mein Leben ist nicht perfekt und ich möchte nicht, dass Leute denken, dass ich irgendwie die ganze Zeit nur produktiv bin, weil das stimmt auch nicht. Beispielsweise, wenn ich halt irgendwie so produktive Vlogs mache oder so, mache ich die direkt an Tagen, wo ich weiß, dass ich etwas geplant habe, was ich dann machen kann und nicht nur an einem Tag, wo ich vielleicht nur 3 Sachen oder so machen möchte. Ich bin 100% für Disziplin und harte Arbeit, aber es geht nicht nur darum, Disziplin und harte Arbeit, sondern es geht auch darum, seine Grenzen zu erkennen. Denn irgendwann gibt es einen Punkt, an dem sich noch mehr harte Arbeit gar nicht wirklich auszahlt. Beispielsweise, um nochmal auf diese 70 Stunden Lernen Beispiel zurückzukommen, wenn wir wirklich jeden Tag 17 Stunden lernen würden und es gibt wirklich jemanden, der das macht und der jeden Tag irgendwie so einen 10 Stunden Livestream macht auf YouTube. Und wenn wir das wirklich machen, dann haben wir, ich meine, es gibt 14 Stunden am Tag, davon schlafen wir 8 und dann können wir eigentlich nichts anderes mehr machen, außer schlafen und lernen. Dann haben wir keine Zeit mehr für Essen, für soziale Kontakte, für Ausruhen, für Hobbys
Und dann ist es auch kein erfülltes Leben, meiner Meinung nach, wenn man wirklich nur eine Sache macht und nur lernt. Und mein Problem sind auf gar keinen Fall 17 Stunden Study with Me Videos. Also falls du es einmal machen möchtest, ist auch gar kein Problem und so. Aber was mich halt irgendwie daran stört, ist, dass Leute denken, sie müssen das machen, um gute Noten zu haben. Und es gibt nur diesen Weg, um erfolgreich zu werden, weil alle erfolgreichen YouTuber das so machen. Und ich merke ja auch selbst als Konsumentin, dass mich das auch beeinflusst. Auch als YouTuberin beeinflusst mich das, weil ich dann irgendwie so denke, oh mein Gott, alle lernen so viel und ich zeige gar nicht auf YouTube, dass ich auch so viel lerne, weil ich halt auch nicht so viel lerne. Und das ist dann vielleicht nicht mehr so ansprechend für Zuschauer oder so. Und andererseits denke ich mir aber auch so, ich möchte das überhaupt nicht unterstützen. Und deswegen ist es auch für mich als Konsumentin, aber auch als YouTuberin teilweise schwierig, was das Thema angeht. So, das war jetzt der erste Punkt. Und mein zweiter Punkt, der mir mindestens genauso wichtig ist, ist das Thema Konsum. Ich habe letztens schon ein Video gemacht zum Thema, sei die Trends, denen ich nicht folge. Und habe da auch vor allem Dinge angesprochen, die momentan von allen Leuten konsumiert und gekauft werden. Seien es jetzt die neuen iPads, die Highlighter, die Mildliner, die Mucci-Stifte, diese Rucksäcke. Also es gibt ja alle möglichen Study-Trends und irgendwie hat die jede Study-YouTuberin und sagt immer, oh mein Gott, du brauchst es einfach und du musst deine Schulsachen so ästhetisch machen, so schön ansehend machen und so weiter. Und ich habe letztens noch ein Instagram-Reel gemacht und es hat auch mittlerweile über 200.000 Aufrufe, total witzig. Denn ich habe da genau erklärt oder so ein bisschen humorvoll dargestellt, dass meine Lernzettel so hässlich aussehen. Das heißt, ich mache mir nie schön Lernzettel mit irgendwie Highlightern, mit so Feinlinern. Ich mache mir das nie schön und trotzdem schaffe ich es, sehr gute Noten zu erreichen. Und mein Ziel des Videos war einfach auch wieder so ein bisschen den Druck rauszunehmen und zu sagen, du brauchst das nicht. Du musst dir diese 1000 schönen Dinge kaufen, um gute Noten zu haben. Denn natürlich können uns Highlighter irgendwie helfen, gute Noten zu erreichen, aber es ist nun mal nicht der ausschlaggebende Punkt und wir sollten uns eher auf das Essentielle konzentrieren. Vor allem auch, da wir ja alle andere wirtschaftliche Hintergründe haben und einige haben vielleicht nicht so viel Geld oder können sich das vielleicht nicht leisten und merken dann aber von diesen ganzen YouTubern, oh mein Gott, ich muss jetzt dieses Apple iPad kaufen, damit ich mir da GoodNotes runterladen kann und dann schaffe ich es endlich, gute Noten zu erreichen. Und ich bin nicht gegen iPads oder gegen Highlighter oder gegen das und das und das, aber ich finde es ein bisschen traurig, dass jetzt so suggeriert wird, wir brauchen das, um gute Noten zu haben. Ich hoffe, ich verstehe meinen Punkt da so ein bisschen, weil ich an sich natürlich nicht gegen diese Sachen bin oder gegen das bin und so, nur gegen das alles zusammen. Ich finde einfach, da entsteht so ein krasser Druck. Natürlich ist es super einfach für YouTuber, das aus dem Trend heraus zu machen und zu sagen, oh mein Gott, das sind die 10 stationary Sachen, die du brauchst in deinem Leben, um gute Noten zu erreichen. Aber wenn wir wirklich darüber nachdenken, dann wissen wir, dass es eigentlich nur Quatsch ist. Und jetzt kommen wir auch schon zum dritten Punkt, der mich stört. Und zwar ist es, dass Social Media und YouTube und StudyTube eigentlich nur, oder nicht nur, aber teilweise eine Scheinwelt ist. Also wie gesagt, ich persönlich mache es auch so, dass ich meine produktiven Vlogs an die Tage verlege, wofür ich was Produktives mache und nicht nur an Tagen, wo ich halt irgendwie nichts vorhabe oder so. Und das ist ja an sich auch was Positives. Beispielsweise würde es ja keiner sehen wollen, wie ich an einem Tag irgendwie nur im Bett liege und nichts mache. Und ihr wollt ja motiviert werden von meinen Videos und deswegen mache ich das auch so, dass ich sie halt an produktiven Tagen drehe. Aber das Problem ist halt irgendwie, dass ich auch gemerkt habe, glaube ich, auch ich nicht so transparent damit bin, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass Leute jetzt denken, dass mein Tag immer so aussieht, also dass jeder Tag bei mir so produktiv aussieht. Und irgendwie denken jetzt alle, dass ich 100% meiner Zeit immer produktiv bin und immer was mache und ich sage euch, wie es ist, ich lerne jeden Tag nie mehr für die Schule als 30 Minuten oder so. Ich habe natürlich noch andere Hobbys, denen ich nachgehe und ich habe auch immer meine produktiven Zeiten am Tag und ja, ich stehe auch immer um 5 Uhr morgens auf. Aber mein Tag sieht nicht immer so aus wie in meinen Vlogs beispielsweise. Und an der Stelle würde ich gerne mal euch fragen, wie ihr das Ganze seht und ob ihr vielleicht so Anregungen oder Tipps habt, wie ihr findet, dass zum Beispiel ich meine Videos ausrichten sollte oder generell YouTuber ihre Videos ausrichten sollten, dass das vielleicht den Druck so ein bisschen vermindert, so dass es trotzdem noch inspirierend und motivierend ist, aber nicht mehr dieser krasse Druck da ist. Weil ich weiß, dass ihr gerade auch alle Schüler oder Studenten seid, die natürlich davon motiviert werden wollen, aber ich möchte nicht diesen Vibe abgeben von wegen, du musst jeden Tag perfekt sein, du musst so viel lernen und du musst das und das und das machen, um gute Noten zu haben beispielsweise. Also wenn ich zum Beispiel ein Video mache mit 10 Tipps für gute Noten oder so, dann sind das auf jeden Fall Tipps, die dir helfen können, soll aber nicht bedeuten, dass du alles davon machen musst, weil wie gesagt, es ist immer individuell und es gibt keine richtige Antwort hier auf diese Frage und es gibt nicht nur diese eine Wahrheit. Also die Conclusion zu dem Thema ist einfach, dass ich merke, dass es mich als Konsumentin ein wenig traurig macht, oder nicht nur traurig macht, das ist vielleicht das falsche Wort, aber mich so ein bisschen aufregt und verunsichert, weil ich
als Konsumentin, wenn ich so Videos sehe, denke, oh mein Gott, ich bin keine gute Schülerin, wenn ich nicht das auch so mache. Und da bin ich immer so, okay, vielleicht muss ich das machen, um dann auch gute Noten zu haben, was eigentlich kompletter Quatsch ist. Okay, und ich weiß, dass jetzt, und ich weiß, dass meine Videos teilweise, glaube ich, auch diesen Vibe abgeben, dass ich irgendwie perfekt bin oder so, weil ich auch Kommentare dazu bekomme. Aber ich hoffe einfach, dass dieses Video das ein bisschen aufklären konnte und auch so den Druck, wie gesagt, das heißt die ganze Zeit, aber so den Druck irgendwie rausnehmen konnte und zeigen konnte, dass es nicht alles so perfekt ist, wie man denkt. Und vor allem auch, dass ihr nicht 70 Stunden am Tag lernen müsst und auch nicht diese ganzen Sachen kaufen müsst, um eine gute Schülerin, ein guter Schüler zu sein und um gute Noten zu haben. Und ich hoffe, dass mein Kanal immer ein Safe Place sein wird, inspirierende Videos, mit motivierenden Videos, mit guten Tipps, die Positivität abgeben, die euch helfen, die euch freuen, die euch motivieren, was für die Schule zu machen, zu lernen oder euch motivieren, ein positives Leben zu haben, aber niemals unter Druck setzen. Und ich hoffe so sehr, dass es so rüberkommt. Und ihr könnt mir gerne noch weitere Tipps oder so in die Kommentare schreiben, wie ihr denkt, wie ich das vielleicht machen sollte oder verändern sollte oder so. Und ich wünsche euch jetzt auch einen wunderschönen Tag. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr auch meinen Kanal sehr gerne abonnieren. Ansonsten könnt ihr mir auch sehr gerne bei Instagram oder bei TikTok folgen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.